Wunderbares Juwel. Echt vor dem Endboss. Wieso trifft mich das Ding? Gar nicht. Weiß nicht, warum ich hier durch die Gegend geirrt bin. So, ja, ich kann ja jetzt da durchlaufen. Stimmt. Hallo, Doktor.
mal kurz die Luft anhalten. Oh. Ich habe was. Jetzt will ich ja auch weiter. Hey, hey. Na komm. Geh da rein. Ja, ja. Der Freund. Eine Brücke. Was läuft? Tja, wir sind hier mitten im großen Abenteuer von Evoland 2. Aber mit der Rüstung komme ich ja auch nicht rüber über das Ding, ne? Ne. Wäre aber zu cool gewesen. Aber hier drüber komme ich nicht. Weil da sind noch Stacheln, die ich überwinden muss auf der anderen Seite. Pü-pü! Pü-pü! Ich muss was übersehen haben.
Ja, Bing. Jetzt weiß ich, was ich übersehen habe. Ja, ist Evoland halt. Es hat mit kleinen Pixeln angefangen und evolutioniert sich halt. Auf gut. Ist, glaube ich, noch nicht auf gut angekommen, aber. So, wenn ich das jetzt schnell machen muss. Rüber. 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 Schneller, schneller, schneller. Rüber. Ta-ta-ta-ta! So. Ja, den Juwel gefunden und ab nach Hause. Also, wir können jetzt zu dem Typen hin. Wieso schließt er sich eigentlich in so eine Bruchbude ein? Was soll denn das jetzt? Ja. Na, großer Flatter, Maxa Maximilius, wie auch immer. Wer hat meine schöne Töpfe zerschlagen? Ich möchte diese Töpfe. Ich mochte diese Töpfe. Oh. Ich erkenne euch. Ihr habt meine Geisterfreunde aus dem Wald vertrieben. Und jetzt, wo ich neue Freunde habe, wollt ihr mir die auch wieder fortnehmen? Nein. Ich glaube euch nicht. Wie ich sehe, bleibt mir keine andere Wahl. Ich muss euch loswerden. Ich kann ihn nicht mal treffen, die Sau. Was soll denn der Scheiß?